Robby hier, willkommen zurück, Freunde, zur neuen Folge von Summon aus War. Wir holen uns die Beschwörungsstücke ab und dann gehen wir in den Guild War mit dem New Toy Feng Yang, mit dem Wind Panda. Für die Leute, die ihn schon kennen, können jetzt direkt zum Guild War skippen. Alle anderen bleiben dran. Ich gehe kurz das Monster durch. Warum ist es so gut? Warum ist es so krass? Warum haut sie derbe rein? Und warum freue ich mich extrem, dass ich ihn gezogen habe? Ja, lass mal kurz reinschauen. Panda, Critical Rate geht hoch um 15, das ist schon mal sehr geil für einen, ja, es ist ein Attacker, es ist ein Bruiser, ein Monster, was sehr viel aushält, was aber auch gut Damage machen kann. Und das Critical Rate natürlich schon recht nice. 66% Crit Rate hat er jetzt, aber lass uns mal kurz in die Fähigkeiten reingehen. Er ist fast voll, den letzten habe ich ihm jetzt noch nicht gegeben. Die 10% sind mir nicht ganz so wichtig. Wenn ich mal einen Devilman überhabe, dann bekommt er den auch noch. Greift den Feind dreimal an. Jeder Schlag hat eine Chance von 30%, die Verteidigung vom Ziel für 2 Runden zu senken. Geht dann hoch auf 50. Ja, wenn man ein bisschen ACC drin hat, geht eigentlich immer, fast immer muss man sagen, der Armor Break rein. Was ist schon mal Fall sehr geil ist auf den ersten Armor Break. Super. In Verbindung mit dem Passiven auch geil. Schauen wir uns gleich an. Ruhiges Gemüt. Kennen wir auch vom Feuerpanda zum Beispiel. Haben wir alle, kennen wir alle. Fusion Monster entfernt die Schädlingseffekte, auf die wir uns, die auf uns sind, und startet einen Gegenangriff, wenn man angegriffen wird. Regeneriert jede Runde 15, bla bla, kennen wir, bla bla, brauche ich gar nicht groß darauf eingehen. Das Coole ist, Gegenangriff mit dem Angriff, das heißt, immer wenn wir einen Gegenangriff machen, besteht die Chance, einen Armor Break drauf zu hauen. Kennen wir auch alles vom Feuerpanda. Und wir gucken uns kurz Wind und Wolke noch an. Der Angriffsbalken steigt um 20% jedes Mal, wenn du angegriffen wirst. Das ist schon mal geil, das heißt, wir rotieren wesentlich schneller als mit dem Feuerpanda. Deine Angriffe werden zusätzlich Schaden zuzufügen, die proportional zu deiner Verteidigung ist, jedes Mal, wenn du angreifst. Das heißt, er ist Defense-based, könnte man sagen. Je mehr Verteidigung wir haben, desto höher ist der Schaden unserer Angriffe. Zudem haben wir noch die Verteidigung verbündeter Monster. Ist in Gildenkämpfen um 44 gestiegen, deswegen probieren wir ihn gleich auch als Leader zu spielen. Ist natürlich richtig geil. Mit Wind und Wolke, wir machen Schaden abhängig zur Verteidigung. Dieser skaliert zwar auf Attack, aber wenn wir Verteidigung bringt einfach ein bisschen mehr. Und ich finde auch, dass die Verteidigung ihn einfach auch länger stehen lässt. Von daher würde ich schon lieber sagen, Untin gibt ihm lieber mehr Verteidigung als Attack. Zudem können die Gegenangriffe nicht critten. Das heißt, wir brauchten hier auch nicht unbedingt so viel Crit Rate, auch nicht unbedingt viel Crit Damage. Man ruht ihn lieber viel auf Defense und relativ schnell, das habe ich jetzt auch gemacht, Speed, HP, Defense. Warum ich hier HP reingeruht habe, ist eigentlich nur für RTA, dass er mir so ein bisschen Base HP hat. Jetzt ist 22.000, 23.000 KHP. Wenn ich ihn Defense, Defense, Defense oder Speed, Defense, Defense geruht hätte, hätte er viel weniger HP und dann wäre das nicht richtig ausgeglichen. Aber eigentlich würde ich trotzdem empfehlen, mit Speed, Defense, Defense mit HP Subsets reinzugehen, oder wenn ihr das so macht, wie ich das gemacht habe, halt mit Defense und HP Subsets. Relativ egal, ob der kommt auf einen guten HP und Defense Wert, sodass er lange stehen bleibt, aber trotzdem viel Schaden austeilt. Ein bisschen ACC habe ich ihm gegeben, damit der Armor Break reingeht. 28 sind mehr als genug auf jeden Fall. Gute Werte, schön viel Speed. Defense könnte ein bisschen höher vielleicht sein, ansonsten die Runden sind schon ganz gut. Violent Wächter geht hier jetzt rein, um nochmal ein bisschen mehr Defense, 15% zu kassieren. Er hat 801 Base Defense, das heißt, wenn wir hiervon natürlich 15% nehmen, gibt das nochmal einen ordentlichen Defense-Wert obendrauf. Ja, wir probieren natürlich ihn gleich als Leader einzusetzen und mal gucken, was so im Guild War geht, wo kann man dieses Monster einsetzen. Natürlich PvP. Für mich pur PvP. Monster, super stark. Eventuell auch im Rift, in der Frontline. Vielleicht könnte man die auch gebrauchen. Der tankt so einiges auf jeden Fall weg. Vielleicht sogar auch im Raid 1 bis 3. Frontline geht auch alles. Aber er ist auf jeden Fall ein PvP-Monster. So sollte man ihn dann auch runen. Wie könnte man ihn noch runen? Klar, wer kein Violent hat, kann auch erstmal Swift nehmen. Oder Defense, viel Defense-Stats. Oder vielleicht Triple-Wächter-Set oder sowas in der Richtung. Aber Violent ist natürlich das Beste für den PvP und das Offset, ja, da kann man ein bisschen hin und her probieren. Bei mir ist es jetzt Guard geworden, einfach um nochmal extra Defense-Werte zu bekommen. Okay, lass mal in den Guild War gehen und dann schauen wir mal rein, wie er so reinknallt. Erster Gegner mit Gemini, Theo und Kona. Das kann schon ziemlich tricky werden.
Ich hoffe nicht, dass Theo irgendwie ausrastet und mir irgendwas wegballert. Aber da wir so viel Base-Defense haben, auch einen guten HP-Wert, sollte mein Panda zumindest überleben. Das ist mal die Hauptsache. Deswegen, Panda, komm mal rein. Und was wir noch brauchen, was richtig cool wäre, wäre jetzt mal schon eine Emma mit einem Defense-Buff noch oben drauf. Emma, rest in peace, habe ich leider nicht. Deswegen nehmen wir einfach Immensity. Wir können uns buffen. Crit Rate plus Defense-Buff. Das heißt, wir haben noch mehr Base, noch mehr Defense. Und vielleicht könnte man, theoretisch könnten wir jetzt eigentlich auch noch Copper nehmen. Weil Copper haut natürlich auch, oh mein Gott, Copper mit Defense-Lead und dem Buff von ihm. Ich denke, das sollte klappen, wenn er nicht ausrastet. Selbst wenn er einmal ausrastet auf meine fucking Defense-based Monster, kriegt ihn niemals über eine Down. Selbst mit Armor Break, glaube ich, wird das nicht funktionieren. Und nehmen wir irgendwas, das sieht nicht so. Das ist leider Low-Level Guild War, aber wir gucken mal, was der Panda so reißt. Okay, let's go. Okay, ich habe nicht den First. Nein, ich habe schon fucking Armor Break. Scheiß Armor Break, okay, wir geben. Oh mein Gott, Copper. Egal, Copper, du hast zwar jetzt Armor Break, aber du kriegst trotzdem. Sollen wir einen Vogel weg, Mann? Ja, wir ballern den Vogel weg. Trotzdem. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Wie viel Defense hat dieser Kackvogel? What? Boah, mein Armor Break hat wohl richtig reingehauen, hä? Okay, dann machen wir das so. Bam, bam, bam. Okay, auf wen geht er? Jawohl, geht zumindest auf das richtige Ziel. Das, guck mal, wie easy der das tankt jetzt. Mein Koffer, man. Ich hatte gedacht, dass wenn ich ihn buffe, dann sollte es wieder gehen. So, dass sich das ungefähr ausgleicht, aber hat wohl überhaupt nicht funktioniert. Okay, ich denke. Na komm, wir machen easy. Ja, geht mal auf ihn. Sehr schön, Armor Rex drinne. Jawohl. Er killt sich gleich hier selber. So, dann lass uns ihn mal schon mal wegklatschen. So, dann nervt der schon mal nicht. Ja, dann hauen wir den Vogel jetzt weg. Na komm, wir hauen erstmal einen Armor Break rein, ne? Jawoll. Bah! Krass, wie diese Kona, ohne Witz. Diese Monster haben nicht viel HP. Das ist ein Two-Star. Copper, du enttäuscht mich. Du hattest Defense-Lead. Leute, wie kann das sein? Ohne Witz. Ich weiß jetzt nicht, wenn man Defense bufft und Armor Break drin hat. Das, glaube ich, gleicht sich nicht aus. Das ist nicht plus minus null. Ja, viele Leute, die sich auskennen, einmal mal kurz in die Kommentare schreiben. Ich danke euch. Das hat mich echt gewundert. Gegen den Two-Star. Okay. Next Fight, wir probieren natürlich nochmal Panda. Okay. Diesmal gegen Theo, Ryan und Leo. Leo wird beginnen. Danach denke ich, dass meine Shazoon, beziehungsweise meine Chloe, moven wird. Wir buffen uns durch. Ryan, da kommt nichts rein. Und dann ballen wir mal richtig drauf mit dem Panda. Schade, ich glaube, ich sollte mir noch so eine Emma bauen. Das hat, habe ich neulich im Stream, die Community hat gesagt, aber Emma ist sehr gut auf jeden Fall mit dem Panda zusammen. Mir fehlt noch so der Defense-Buffer, ich habe nur Immensity. Aber ich denke, das sollte trotzdem ganz gut funktionieren unten. Let's go, da oben haben wir so eine Single-Target-Rina. Leute, Sonntag ist wieder Arena-Rush. Es tut mir leid, Leute, ich habe mir so eine scheiß Rina gebaut. Es tut mir leid, ich hasse dieses Monster, aber es musste sein. Und ich habe wieder eine neue Offense, also am Sonntag gibt es auf jeden Fall wieder Arena G1 Rush. Ich bin zuversichtlich wie immer, mal gucken, wie es funktioniert, wie es wird. Hey, wieso? Achso, klar, er hat diese Attack-Leiste bekommen, klar, stimmt. Okay, wir sollten, ja komm, wir buffen erstmal das. Und ich bin echt gespannt, ob der Panda einen Gegenangriff macht, wenn er das Schild drauf hat. Okay, come on, Orion, kannst du ihn angreifen? Kann irgendjemand angreifen? Ja, nice, das ist schon mal sehr gut. Weil wir kassieren ja eigentlich nicht, aber trotzdem Gegenangriff. Oh, nice, das ist cool. Okay, wir könnten, ja, wir buffen ihn mal. Oh mein Gott, das muss, also mehr Buffs kann ich jetzt nicht draufballern. Das müsste, okay, das macht schon mal 6er-Hits und der Revenge machen 4er-Hits. Alter, das knallt schon richtig rein. Oh mein Gott, der ist so gut. Bah, 6, das ist richtig krass. Holy shit, Leute. Nerf Panda, Leute. Nerf Panda. Der ist so gut. Der tankt. Das Krasse ist einfach, der tankt verdammt viel. Der ist so schwer zu killen. Der kann sich selber cleansen, heilen. Und dann drückt er noch Schaden raus, das gibt's gar nicht. Also richtig krass. Ich meine, okay, mehr Defense wie jetzt geht gar nicht. Wir haben Lead, wir haben Buff drin gehabt. Krasser Shit. Und ich habe sogar auf Slot 2 noch HP geruhnt.
Okay, wir gucken uns den nächsten an. Ich glaube, die Kombi oben würde genauso gehen wie gerade. Da wird sich nichts dran ändern. Aber womit kann man ihn noch ganz gut spielen? Vielleicht könnten wir sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach nochmal einen Heiler rein und nochmal vielleicht einen Attack-Buff für den ersten Skill, der ja auf Attack skaliert. Ist ein bisschen risky, weil hier ist nur Ryan. Und wenn wir Armor Break kassieren und Sio haut rein mit Attack Buff, kann das ganz schnell zu Ende sein. Aber no risk no fun, lass mal reingehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Emma habe, aber ich glaube, ich sollte mir eine bauen. Wenn ihr sonst noch gute Guild War Offense Vorschläge habt. Nein, er hat Armor Break. Für Feng Yang, haut mal in die Kommentare. Aber zum. Oh, gut, dass er keinen Armor Break hat. Holy shit, wait. Okay, wir geben ihm einen Attack Balken. Volle Pulle. Wir sollten. Nein! Ey. Oh, das ist ja schon. Das ist ja schon so Baby-Hits. Okay, keep heals rolling. Jawoll. Bam, Junge, so geht das. Alter, nerf den. Was ist das denn, man? Ich meine, okay, die Gilde ist nicht ganz so stark, ja. Aber trotzdem. Das ist krass. Oh mein Gott, der ist so stark. Der ist so fucking stark. Und der wurde sogar schon mal genervt. Ja, der wurde schon mal genervt, direkt, wo er rauskam danach. Aber momentan fühlt er sich einfach auch noch extrem stark an. Immer noch extrem stark. Ah, cool. Ich benutze ihn auf jeden Fall für RTA, deswegen habe ich ihm noch ein bisschen HP gegeben, statt Full Defense. Dass so ein bisschen die Effective HP hochgeht, also den Balance zwischen Defense und HP so ein bisschen ausgeglichen ist. So, dann buff nochmal durch. Na okay, er hat auch alles, was er braucht, Leute. Er hat alles, was er braucht, hier um Damage zu machen. Oh wow, ich freue mich drauf, ey. So ein geiler Pull hier, der Panda. Richtig nice. Ja, easy Guild War, Leute. Easy Guild War. Come on, Shazoon, mach keinen Bullshit da. Mach keinen Bullshit. Ja, meine Shazoon. Oh, diese kleinen Ratten, ey. So, buff durch. Hau rauf. Yes, geht doch. Und den letzten auch noch hier. Ja, diese Kombi. Ich mag diese Kombi gegen Rakan, Leute. Ja, toll resisted. Okay, wait. Nächste Chance. Geht doch. Goodbye, my friend. Goodbye, 65. So. Oh, ich liebe das. Das mache ich so gerne gegen Rakan. Der kotzt mich einfach so an. Aber seitdem ich diese Taylor-Kombo habe, kotzt mich Rakan überhaupt nicht mehr an. Leute, ich danke euch für's Zusehen. Feng Yang, mein Daumen für ihn nach oben. Und ja, ich weiß nicht, ob Comptos ihn nerven sollte nochmal, aber er ist immer noch sehr stark, Leute. Nein, Comptos nervt ihn nicht. Er ist einfach stark, aber ist er overpowered? Leute, haut's mal in die Kommentare. Ich danke euch für's Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, Leute. Ciao.